Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Dan hat etwas verraten vorhin, und zwar ist tatsächlich, wir haben 25 Leute getauft und 19 davon kommen aus dem Iran, also aus einem muslimischen Hintergrund. Das ist für uns eine große Ehre zu sehen, wie Menschen an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ihr seid eine großartige Kirche. Das spüre ich, das merke ich. Und wir haben so viel Gutes von euch gehört. Und Dan war bei uns auch im IZZ und er hat dort gelehrt. Und die Leute haben ihn so gemocht, die reden immer noch davon, von Dan. So, ich möchte einfach mich auch bei Dan und Karin Schmidt herzlich bedanken. Ihr habt ganz tolle Pastoren, ganz wertvolle Leute und voll Hingabe und Leidenschaft für das Reich Gottes und für Jesus Christus. Und genau, also für die Leute, die bei Livestreaming eingeschaltet sind, herzlich willkommen. Ich freue mich einfach, dass wir das Wort Gottes heute gemeinsam anschauen. Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich mir einfach ein bisschen vorstellen, wo ich herkomme. Also Abdel Ibrahimi, das klingt nicht so deutsch oder schwäbisch, oder? So, also ich komme ursprünglich aus Marokko, aus Casablanca, dort bin ich geboren, aufgewachsen. Und vor vielen, vielen Jahren war ich in Holland, ich habe dort studiert und dann habe ich Menschen kennengelernt, die viel Not in meinem Leben gesehen. Ich komme nicht aus einem aus einem christlichen Hintergrund. Und die haben so viel Not in meinem Leben gesehen. Und die haben mir damals erzählt, hey, Abdel, Jesus loves you and Jesus has a plan for your life. So war das damals. Jesus liebt dich und Jesus hatte einen guten Plan für dein Leben. Und so war der Anfang meiner Reise mit Jesus Christus. Das war 1983. Also viele von euch waren wahrscheinlich gar noch nicht da, gerade junge Leute. Genau. Und Gott hat mein Leben tiefgreifend verändert. Es ist für mich eine große Ehre, hier zu stehen zu dürfen und zu sagen, dass Jesus Christus rettet und dass Jesus Christus Menschen verändert. Könnt ihr Amen dazu sagen? Ja, es ist wirklich so. Es gibt Hoffnung mit Gott und mit Jesus Christus. Und er ist die Hoffnung für unsere Welt. Und er hat das letzte Wort letztendlich, Jesus. Amen. Amen. Ich bin mit einer wunderschönen Frau verheiratet. Die ist so gut. Und wir haben uns damals in England, in London kennengelernt. Ich habe viele Jahre in London gearbeitet mit einer Mission. Und ich habe meine wunderbare Frau damals kennengelernt. Wir haben uns verliebt. Das ist meine Frau, genau. Sie wird heute Nachmittag auch da sein, um 16 Uhr und dann um 18 Uhr zu den nächsten Gottesdiensten. Ich habe zwei wunderbare Söhne. Der Jens auf der rechten Seite und der Raphael auf der linken Seite. Der Jens ist gerade in Sydney in Australien. Der macht die Hillsong College. Und der Raphael ist vorgestern nach Sydney geflogen, er ist schon dann dort. Er hat gesagt, wir waren in der Church, Hillsong Church und so weiter und so fort. Und wir sind dankbar, einfach Gott dienen zu dürfen. Es ist für uns eine große Ehre, Gott zu dienen und ihn groß zu machen. Hey, denk nicht klein von euch, denk nicht klein von dir. Gott hat gute Pläne für dich. Amen. Du kannst einfach zu deinem Nachbarn sagen, es ist so schön, dass du hier bist. Es ist gut, dass du hier bist. Genau. So, ihr habt eine Serie hier, also Predigtserie, und es geht um das Thema Crazy Family. Ja? Es ist spannend. Ich habe das damals schon gelesen, als Dan mir das eine E-Mail geschrieben hat. Ich habe gesagt, wow, das hört sich interessant an. Und mein Thema heute heißt Crazy Prüfungen oder verrückte Prüfungen. Und es ist so im Leben, dass wir manchmal durch Phasen gehen, die nicht einfach sind. Ich nenne die manchmal Wüstenzeiten, auch Zeiten, in denen wir durch eine Wüste gehen und sagen, Gott, wo bist du? Oder wir fragen uns, Herr, hast du mich verlassen? Ich höre dich nicht mehr, ich spüre deine Nähe nicht mehr. Und darum geht es heute. Ich möchte euch ermutigen und euch mit reinnehmen in eine Reise, einfach um zu sehen, dass Gott viel größer ist als alle Umstände der Welt. Er hat die Antwort für alle Probleme der Menschheit. Und egal wie es dir geht, egal wie deine Vergangenheit war, Gott hat gute Pläne für dich. Amen. Heute geht es um Abraham, eine der herausragenden Persönlichkeiten im Alten Testament. Ich liebe Abraham. Und wenn ich eines Tages im Himmel bin, dann möchte ich Abraham aussuchen. Ich werde ihn finden. Ich liebe ihn. Das ist ein Mann des Glaubens. Abraham hatte eine sehr, sehr enge Beziehung zu Gott gehabt. Und er vertraute Gott in allen Umständen seines Lebens.
Er ging durch Höhen und Tiefen, aber er vertraute Gott und er ging immer wieder zurück zu seinem Gott, dem Schöpfer des ganzen Universums. Er wurde von Gott auch glasklar berufen, und zwar seine Stadt damals, die Stadt Ur im heutigen Irak, damals eine sehr reiche Stadt. Und Gott sprach zu Abraham und er sagte, hey, steh auf und verlasse dein Land, verlasse deine Beziehungen, verlasse deine Familie und deine Verwandten und gehe in das Land, das ich dir geben möchte. Und du wirst das Land auch erben. So Gott sprach zu Abraham ganz klar und er hat ihn berufen. Und immer wieder lesen wir in der Bibel, wie Abraham empfänglich war auch für das Reden Gottes. Und er glaubte Gott und war bereit, auch den Willen Gottes zu tun, auch in den Zeiten, die nicht einfach waren in seinem Leben. Abraham ging in seinem Leben auch durch Höhen und Tiefen, wie viele andere Männer und Frauen Gottes in der Bibel, auch im Alten Testament ganz speziell, aber auch darüber hinaus in der Geschichte des Christentums. Aber er vertraute Gott und er glaubte Gott von ganzem Herzen. Er hatte auch nicht nur Stärken in seinem Leben, sondern auch Schwächen. Wir kennen die Geschichte von Abraham, als er gelogen hatte. Abraham hat auch gelogen in seinem Leben. Ja? Und immer wieder lesen wir, wie sein Glaube auf die Probe gestellt wurde. Aber Abraham bewies immer wieder in allen Umständen seines Lebens seine Treue und seine Hingabe an Gott. Auch in den Zeiten, die nicht einfach waren. Und er ist ein großes Vorbild geworden für viele Menschen. Er wird auch in der Bibel als ein Vater des Glaubens beschrieben. Vater des Glaubens. Er hatte eine enge Beziehung zu Gott und er glaubte Gott in allen Umständen seines Lebens. Aber eines Tages, und jetzt kommt der Hammer, aber eines Tages wurde das Herz Abraham in einem bestimmten Punkt seines Lebens zutiefst geprüft. Und darum geht es auch in der Predigt heute. Und wir dürfen aus der Geschichte Abrahams, aus seinem Leben etwas Gutes lernen. Und ich möchte gerne mit euch diese Bibelstelle anschauen in 1. Mose Kapitel 22, 1 bis 4. Wenn du eine Bibel hast, dann kannst du die Bibel jetzt aufschlagen. 1. Mose 22, 1 bis 4. Aber wir haben den Text hier. Genau. Und da steht Folgendes. Und nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich, here I am. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Und da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Eine ganz verrückte Geschichte hier, was wir lesen in der Bibel. Eine ganz krasse Versuchung hier im Leben von Abraham. Wir wissen anhand der Bibel, dass die Absicht Gottes im Leben von Abraham immer gut war. Gott hat ihn berufen und Gott hat ihm eine großartige Berufung gegeben. Und er sagt mir, ich werde dich dahin führen und du wirst so viel Segen erleben. Und tatsächlich, Gott segnete Abraham so mäßig und so reichlich. Und Gott hatte auch die besten Pläne für ihn vorbereitet. Er soll Vater vieler Völker genannt werden, Father of many nations. Okay? Und er segnete ihn rundum. Und Abraham war treu und vertraute auch Gott, das haben wir vorher erwähnt, von ganzem Herzen. Und jetzt kommt genau dieser Gott, denn Abraham vertraute und verlangte von ihm etwas Unmögliches. Und er sagte Abraham, nimm deinen Sohn, den du liebst, Isaak, und opfere deinen Sohn als Brandopfer für mich. Oh Mann, wie soll das gehen? Bist du bereit, deine Tochter oder deinen Sohn für irgendetwas zu opfern? Also ich nicht. Aber Gott sprach zu Abraham, tu es. Was für eine Aufforderung. Und da könnte die Frage hochkommen, wenn wir das lesen und die Hintergründe nicht kennen, das könnte die Frage hochkommen, und zwar, was ist das für ein Gott überhaupt? Gott verlangte Unmögliches von Abraham.
Er verlangte von ihm, dass er seinen Sohn Isaak, den er sehr liebte, zu opfern, und zwar für Gott als Brandopfer. Was für eine krasse und unglaubliche Aufforderung. Eine Aufforderung, die jede menschliche Vorstellungskraft übertrifft. Und wir wissen, dass Abraham treu und gehorsam war in seinem Leben. Er war immer bereit, den Willen Gottes zu tun. Aber jetzt verlangt Gott von ihm etwas Unmögliches, und zwar einen Schritt zu tun, das für uns menschlich gesehen unmöglich ist. Und zwar seinen Sohn, denk mal, zu opfern. Wir wissen, wie die Geschichte ausging. Das könnt ihr mal nachlesen. Gott verschonte am Schluss auch Isaak. Und statt Isaak wurde ein Schaf als Brandopfer geopfert. Und genau hier bewies Gott seine Gnade und seine Barmherzigkeit, die unbeschreiblich groß ist. Und er bewahrte Isaak. Aber dieser Test war unglaublich emotional. Und ich glaube, dass diese Prüfung das Leben von Abraham tiefgreifend veränderte. Gott offenbarte am Schluss seine unglaubliche Gnade. Ja? Und er zeigte Abraham, dass es nicht darum geht, seinen Sohn für Gott zu opfern. Diese unglaubliche Zumutung Gottes war nicht das Ziel. Gott wollte Abraham etwas Wichtiges und Elementares mitteilen. Und darum geht es auch heute in dieser Predigt. Gott wollte die Einstellung des Herzens Abraham prüfen und testen. Ja, er wollte sehen, ob Abraham verrückte Wege gehen, um Gottes Ziele auch erreichen zu können, was Gott für ihn, für sein Leben geplant hatte. Abraham, wie wenn Gott fragte, Abraham, inwieweit bist du bereit, mit mir zu gehen? Inwieweit bist du bereit, meine Ziele für dein Leben auch zu folgen? Auch wenn ich das Beste, was du überhaupt hast, von dir fordere. Meine Freunde, es geht hier genau in diese Message um die Einstellung unseres Herzens. Und ich glaube, darum geht es auch bei Gott, auch im Leben, ging es bei Gott auch im Leben von Abraham. Und das gilt auch für dich und für mich auch heute Morgen. Die Bibel sagt, dass Gott den Abraham versuchte. Es war eine göttliche Prüfung, durch die Gott dem Abraham etwas Tiefgreifendes mitteilen wollte. Etwas, das Abraham nie und niemals in seinem Leben vergessen würde. Gott, sein Schöpfer, der ihn berufen hatte. Und er sagte, ich werde dich segnen über die Maßen. Und jetzt kommt genau diese Rolle und sagt, bring deinen Sohn Isaak, den du sehr liebst, und opfere deinen Sohn als Brandopfer für mich. Mann, oh Mann, seid ihr dabei? Wow. Freunde, jeder von uns, auch ich selber, wir gehen immer wieder durch Prüfungen im Leben. Wenn das nicht der Fall bei dir ist, dann sag Halleluja, Amen, da bist du bewahrt, ich nicht. Wir gehen durch Prüfungen im Leben. Manche Prüfungen haben große Auswirkungen auf unser Leben. Bei Abraham handelt es sich um eine große Prüfung, die unbeschreiblich, menschlich gesehen unbegreiflich ist. Freunde, Gott verfolgt mit jedem Problem und mit jeder Prüfung, die uns trifft, eine bestimmte Absicht. Auch wenn wir das in dem Moment nicht merken oder auch in dem Moment nicht spüren, wenn ein Problem kommt, eine Prüfung, eine krasse Prüfung, und sagen, Gott, wo bist du? Und wir sollen Gott fragen, hey, wozu eigentlich? Nicht warum ich, aber wozu Gott? Umstände oder auch Prüfungen, die nicht schön sind, kann Gott gebrauchen, um unser Charakter zu formen und zu festigen. Ich bin davon überzeugt. Ich bin so viele Jahre im Dienst und ich habe so viele Prüfungen erlebt, auch in meinem Leben. Aber jede Prüfung, das dürfte ich lernen, natürlich mit den Jahren. Am Anfang war das nicht so. Ich war so klagend, Gott, wo bist du? Aber ich dürfte das lernen in meinem Leben. Und zu sagen, wozu Gott, kann ich davon, daraus etwas lernen für mein Leben? Und Gott hat mein Leben immer wieder geformt und verändert und so weiter. Und es wird auch so bleiben, solange ich auf dieser Erde lebe. Prüfungen, die uns treffen könnten, sind nicht die Endstation. Wenn du das glaubst, sag einmal Amen.
Amen. So bei uns im ITZ, das ist die Amen-Welle. Deswegen sage ich, sorry, das ist vielleicht ungewohnt, aber sag einfach Amen. Du brauchst das nicht laut sagen, einfach in deinem Herzen, wenn du das glaubst. Ich glaube ganz fest, dass Prüfungen nicht die Endstation sind. Egal was kommt im Leben. Okay? Prüfungen könnten eine Übergangsphase bilden, auch in deinem und in meinem Leben, damit Gott etwas Größeres in und durch unser Leben tun kann. Und oft lesen wir auch über Zeichen und Wunder, auch in der Bibel, im Neuen als auch im Alten Testament und über große Männer und Frauen Gottes, die so viel für Gott bewirkt hatten, und wir sagen, wow. Aber wir müssen tiefer gehen, denn diese Männer und Frauen Gottes, die haben so viel auch erlebt, auch ein Mist in ihrem Leben, die durch Wüstenzeiten gegangen. Und das gilt nicht nur für damals die Menschen in der Bibel, sondern auch in der Geschichte des Christentums. Viele Menschen, die Gott dienten, die haben so viel mit Gott erlebt, die erlebten auch Zeiten, die nicht einfach waren. Aber die haben etwas gelernt und Gott hat ihr Charakter geformt und Gott hat ihr Leben mächtig gebraucht. Wir lesen so viele Geschichten darüber. Amen. Der Erweckungsprediger John Wesley, wer kennt John Wesley? Genau, so einige, genau. Er hat damals eine Erweckungspredigung und er hat so viele Menschen zum Glauben geführt, Tausende und Abertausende. Gott hat ihn mächtig gebraucht. Und er sagte einmal, Zitat jetzt, das kommt nicht von mir, von John Wesley, ja. Und er sagte, Prüfungen sind nichts als versteckte Segnungen. Habt ihr das? Prüfungen sind nichts als versteckte Segnungen. Ja? Und das können wir eigentlich mit unserem menschlichen Verstand nicht begreifen. Aber ich weiß hier genau, was John Wesley meinte. Prüfungen könnten, je nachdem, was wir aus diesen Prüfungen machen in unserem Leben, könnten auch ein Segen für unser Leben werden. Viele Männer und Frauen Gottes gingen durch schwere Zeiten in ihrem Leben und Gott hat sie massiv und intensiv gebraucht. Wir müssen nur die Biografien zum Beispiel von diesen Männern lesen. Ich lese gerne auch Biografien. Vor kurzem lese ich auch gerade das Buch von Brian Houston von Hillsong Church. Und ich war sehr berührt, dass Brian so offen und ehrlich war, auch in seinem Buch über die Tiefen. Und man sagt, Brian spricht zu Tausenden von Menschen und sagt, wow. Aber dieser Mann Gottes ging durch Wüstenzeiten in seinem Leben, Zeiten, die nicht einfach waren. Aber Gott gebrauchte ihn mächtig überall auf der ganzen Welt und viele andere, auch Menschen, die wir nicht kennen, irgendwo im Busch in Afrika oder in Südamerika oder sonst wo. Die gehen durch Wüstenzeiten, aber weil sie treu waren und sind, werden die von Gott erhöht. Das ist ein geistliches Prinzip und das werden wir nur geistlich verstehen. Okay? Jesus warnte uns und das ist wahrlich so, wir müssen das Evangelium umfassend anschauen, das ist wichtig. Ja? Jesus warnte uns mehrmals, dass wir in der Welt mit Schwierigkeiten und Prüfungen konfrontiert werden. Und er sagte es immer wieder, auch selber, der Sohn Gottes, der Retter der Welt, er ging durch Wüstenzeiten in seinem Leben. Seine größten Probleme waren nicht mit den Verachteten und Sündern, sondern mit den Menschen, mit religiösen Menschen, ja, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die haben ihm das Leben schwer gemacht. Jesus ging durch schwere Zeiten, aber er wurde erhört von Gott, weil er treu war bis zum Tod am Kreuz. Das ist, meine Freunde, ein Bestandteil des Evangeliums. Und die gute Nachricht auch für dich heute Morgen hier in diesem Gottesdienst hier in Stuttgart, dass Gott zu uns steht und dass er uns begleitet, auch in den Zeiten, die nicht einfach waren und sind. Petrus erklärt uns, dass Prüfungen etwas ganz Normales sind. Hier eine Bibelstelle, das seht ihr mal einfach hier vorne, 1. Petrus 4, Vers 12. Und es steht, meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die er jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches oder etwas Seltsames. Und je nachdem, was wir aus den Prüfungen machen, gebraucht sie Gott, um uns näher zu sich zu bringen. Das ist das Ziel, dass wir die Nähe Gottes noch intensiver und noch stärker suchen. Ich habe auch keine einfachen Zeiten, auch in meine
in meiner Geschichte auch als gläubiger Mensch, auch Drohungen und so weiter und so fort. Ich möchte darauf nicht eingehen gerade. Aber und diese Zeiten, die nicht einfach waren, haben mir einfach Nähe zu Gott gebracht. Und ich sagte, Gott, ich brauche dich mehr. Mehr denn je zuvor. Ich brauche mehr von deiner Gegenwart. Ich brauche mehr von deiner Fülle in meinem Leben. Ich will dich sehen in deiner Schönheit und in deiner Majestät. Ich brauche dich. Meine Freunde, genau in den Zeiten der Prüfungen lernen wir, was es bedeutet, von ganzem Herzen zu beten. Genau in diesen Zeiten lernen wir auch, was es bedeutet, Gott von ganzem Herzen zu suchen. Das ist eine nüchterne Predigt heute, ich weiß es. Aber dieses Wort vermittelt Hoffnung für uns, weil wir manchmal durch schwere Zeiten in unserem Leben gehen. Aber wir dürfen Gott vertrauen von ganzem Herzen. Gott ist immer bei dir, auch in den Zeiten, die nicht einfach sind. Egal wie es dir geht, vielleicht am Arbeitsplatz. Ich habe viele Jahre im Beruf gearbeitet, auch im Vertrieb. Und ich durfte einen Teil von einer Abteilung leiten. Es waren schwere Zeiten auch für mich. Und so viel Mobbing und so viele schwierige Themen und so weiter und so fort. Und ich habe mich entschieden, damals in meiner Firma nicht schlecht zu reden über meine Chefs, sondern für sie zu beten und sie zu segnen im Namen Jesus. Hey, das ist ein geistiges Prinzip. Und ich sage dir, vielleicht geht es dir nicht gut auch in der Familie oder in deiner Ehe oder in der Schule oder auf der Universität oder sonst wo. Entscheide dich ganz bewusst, sage ich, ich werde nicht mitmachen, wenn andere schlecht über andere reden, sondern ich entscheide mich ganz bewusst zu segnen im Namen Jesus. Dann geht es dir dann natürlich gut in deinem Herzen und dann wird sich die Atmosphäre in deiner Firma oder in deiner Schule verändern. Ich bin davon überzeugt. Ich habe das erlebt. Amen. Auch Psalm 34, Vers 19 möchte ich nochmal zitieren. Psalm 34, Vers 19, da steht, der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind, er rettet die, die den Mut verloren haben. Die tiefsten und intensivsten Erfahrungen mit Gott wirst du höchstwahrscheinlich in den Stunden erleben, die nicht einfach sind. Gerade in den letzten Tagen dürfte ich eine ganz intensive Prüfung erleben. Ja? Nicht so krass wie Abraham jetzt, seinen Sohn opfern. Aber ich bekam einen Brief von jemandem, der hat mir geschrieben, vielleicht geht es dir auch so, ja, Menschen vertraust und du hast so viel investiert und eines Tages kommt plötzlich ein Brief und in dem Brief stand Unglaubliches drin, das kann ich niemandem erzählen. Und meine Frau, wir saßen da und wir haben das gelesen, wir haben nur geweint und wir haben gesagt, Jesus, wir geben alles in deine Hand, du bist der König und du bist der Herr. Ja? Auch negative Dinge und so weiter und so fort. Ja, das war eine Wüstenzeit für mich, gerade in den letzten Tagen. Aber ich bin hier, mein Geist lebt, ich freue mich einfach hier zu sein. Amen. Wow. Gerade in den Zeiten, die nicht einfach sind, dürfen wir Gottes Größe hautnah erleben. Wenn das Herz vielleicht zerbrochen ist, und wenn du dich vielleicht einsam und allein gelassen fühlst und du sagst, niemand versteht mich auf der ganzen Welt, aber Jesus versteht dich. Oder wenn deine Möglichkeiten völlig erschöpft sind und du kein Land mehr siehst. Ja? Und genau in diesen Zeiten lernen wir, was es bedeutet, auch zu beten und zwar von ganzem Herzen zu Gott und seine Nähe zu suchen. Wir kennen viele Geschichten in der Bibel. Ich nenne Noah, Josef zum Beispiel. Josef, ein großer Mann Gottes, er wurde mächtig von Gott gebraucht und wurde verkauft damals als Sklave in Ägypten. Und Gott hat ihn erhöht. Er ging durch Wüstenzeit in seinem Leben, aber Gott hat ihn stark gemacht. Ja? Auch Daniel oder Paulus und viele, viele, viele Männer und Frauen Gottes. Und die hatten Schwierigkeiten in ihrem Leben, aber anstatt dass sie von Gott wegliefen, sie gingen wieder auf Gott zu. Und Gott verändert sie und Gott gebrauchte sie. Amen. Prüfungen sollen uns bewegen und motivieren,
unseren Blick auf Gott, auf den Schöpfer des Universums zu richten. Das dürfte ich lernen mit den Jahren. Nicht auf meine Probleme und Begrenzungen zu schauen, sondern auf Gottes Größe. Denn Gott ist viel größer als alle Umstände der Welt. Egal wie es dir geht, vertraue Gott auch heute in deinem Herzen, sei Jesus, ich brauche dich. Und wenn die ganze Welt dich verlassen hat, Jesus niemals. Amen. Jemand sagte, wir werden verstehen, dass wir Gott dringend brauchen, wenn Gott alles ist, was wir noch haben. Okay? Gott kennt dich wie kein anderer auf der ganzen Welt. Er hat auch alles im Griff. Ich bin davon überzeugt. Alle Tage deines Lebens sind bei ihm auch bekannt. Prüfungen in deinem Leben wäre für ihn eine Kleinigkeit, die könnte er innerhalb einer Sekunde klären, aber Gott hat sich entschieden, diesen anderen Weg zu gehen, damit wir innerlich verändert werden, damit wir gereift werden und damit unser Charakter wirklich geformt wird zur Ehre Gottes und damit Jesus Gott durch unser Leben auch scheinen kann. Freunde, das müssen wir im Geistlichen verstehen, sonst kommen wir nicht weiter. Weil menschlich gesehen, das geht gar nicht. Bei Abraham war das die Situation, er soll seinen Sohn opfern. Paulus zum Beispiel erklärt an die Gemeinde in Rom, warum dies so ist. Ich lese mal einfach eine Stelle hier vor. Römer 8, 28, 29, kennt ihr vielleicht, bestimmt habt ihr schon mal gelesen und eine Predigt darüber gehört. Römer 8, 28 bis 29. Und da steht Folgendes. Wir wissen aber, schreibt Paulus an die Christen in Rom, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat, der hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Eine sehr bekannte Bibelstelle hier. Gott kann auch den negativen Dinge in deinem Leben gebrauchen, um dich zu erhöhen. Auch Dinge, die du falsch gemacht hast, in irgendeiner Form in deinem Leben, kann Gott dich gebrauchen, um dich zu formen und um dich zu erhöhen, damit Gott, Jesus Christus, durch dein Leben auch scheinen kann. Amen. Gott hält alles im Blick. Er macht keine Fehler. So kenne ich Gott seit vielen Jahren. Gott macht keine Fehler. Amen. Wow, Gott ist gut. In unserer Welt gibt es so viele ungute Dinge. Habt ihr es vielleicht bemerkt, oder? So viele ungute. Also wenn wir die Nachrichten lesen, die Medien, wow, das ist schrecklich, was da abgeht. Überall auf der ganzen Welt, auch gerade in Europa, Brexit und so weiter und so weiter. Das sind nur nicht so viele andere Probleme, wirtschaftlich, auch politisch. Aber Gott hat letztendlich das letzte Wort in dem Ganzen, Jesus Christus. Egal, welche Prüfungen du durchgehst, auch die Kirche Jesu, auch in Deutschland und in Europa oder auf der ganzen Welt, Gott hat das letzte Wort, Jesus Christus hat das letzte Wort in dem Ganzen. Amen. Gottes Absichten sind viel größer und viel mächtiger als jede Prüfung, die uns jemals treffen könnte. Gott gebraucht Umstände, auch unangenehme Situationen, um unser Charakter zu entwickeln und zu formen. Amen. Könnt ihr Amen dazu sagen? Amen. Amen. Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 7, worum es eigentlich geht. Damit eure Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutet wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Denke immer daran, Gottes Plan ist immer gut und Gott macht niemals Fehler. Es ist wichtig, dass du dich auf Gottes Plan für dein Leben ausrichtest und nicht auf das, was du nicht kannst. Oder auf deine Probleme und so weiter und so fort. Schaue nach vorne. Richte deine Augen auf Jesus Christus. Er wird alles gut machen. Ich bin davon überzeugt.
Wenn unser Fokus auf Gott und auf seine Größe ausgerichtet ist, werden unsere Probleme und auch Prüfungen immer kleiner. Amen. Jesus konnte so viel Schmerz ertragen, weil er einen Fokus hatte. Er war auf seinen Vater im Himmel ausgerichtet. Und zwar, dass alle Menschen errettet werden. Besonnen den Blick auf Jesus Christus ausrichten. Und ich glaube, dass Abraham in seinem Innersten glaubte, in seinem Herzen, dass Gott zur rechten Zeit kommt. Und das ist mein Wort auch für dich, egal wie es dir geht. Gott kommt niemals zu spät. Er kommt immer zur rechten Zeit. Und auch wenn du es in dem Moment nicht merkst und du spürst, sage Jesus, ich gehe durch schwere Zeiten und ich spüre dich nicht, ich merke dich nicht, aber Gott kommt immer zur rechten Zeit. Er hat das mit meinem Leben getan und er kann das auch mit deinem Leben tun. Amen. Amen. Komm, lass uns mal aufstehen und ich möchte gerne beten. Öffne dein Herz einfach für Gott und weißt du, ich bin nur ein Werkzeug Gottes auch für dich heute vielleicht. Erzähle dir, es gibt Hoffnung, es gibt Perspektive für dein Leben, egal wie es dir geht. Gott hat alles im Griff. Jesus, ich danke dir für deine Güte, danke für deine Treue, die unbeschreiblich groß ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du dasselbe bist, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Danke für deine Fülle heute in Jesu Namen, Herr, in diesem Gottesdienst. Vater, danke, dass du gute Pläne hast mit jedem Einzelnen hier in diesem Raum. Danke, dass alle Dinge möglich sind für dich. Nichts ist unmöglich für dich, Jesus. Ich danke dir dafür, Herr. Ich gebe dir alle Ehre dafür in Jesu Namen. Amen.